Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es ist was ganz anderes als Bioshock, nämlich ein Point-and-Click-Adventure in 2D. Und das heißt The Inner World, wie ihr hier schon lesen könnt. Und es ist ein sehr niedliches Spiel, über das ich ganz zufällig mal im Laden gestolpert bin. Und es wird, glaube ich, gleich auch noch erklärt. Lassen wir uns mal überraschen. Beziehungsweise ihr lasst euch überraschen, ich kenn's ja schon. Ah nein, ja. Ja, möchte ich löschen? So, neues Spiel. Gegen jedes Gesetz der Wahrscheinlichkeit gibt es ein Universum, das nur aus Erde besteht. Tief darin steckt eine gewaltige, kugelrunde Welt. Ihre Bewohner nennen sie Asposia. Beatmet wird sie von den heiligen drei Windbrunnen. Über den Ursprung dieses Windes ist man sich bis heute nicht einig. Dass er jedoch nach und nach verschwindet, ist eine unbestreitbare Tatsache. Mit dem Wind ging das Licht, mit dem Licht ging die Wärme. Und in der kalten Dunkelheit kamen die Windgötter. Mit versteinernden Blicken suchen sie seitdem die Asposa. Der einzige noch atmende Windbrunnen wird bewacht von dem Abt Conroy. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Asposa durch diese dunkle, kalte Zeit zu führen. Tagtäglich predigt er dem Volk Entsagung und Fügsamkeit, in der ewigen Hoffnung, die Windgötter milde zu stimmen und den Wind wieder zurückzubringen. Beobachtet wird er dabei oft von seinem jungen Novizen, Robert, den er wie einen Sohn großzog. Nicht wie seinen eigenen, zugegeben. Hey! Oh. Ich glaube, ich nenne dich Huck. Das darfst du aber nicht haben. Das gehört Conroy. Ich poliere es jeden Tag für ihn. Hübsch, nicht wahr? Oh, schau mal, was es kann. Conroy sagt, es erinnert ihn an den schönsten Tag seines Lebens. Er hat mir aber nie erzählt, was das heißt. Aber weißt du, was ich glaube? Es hat etwas damit zu tun. Du kommst bestimmt viel rum, oder? So als Taube. Weißt du, ich durfte den Palast noch nie verlassen. Wegen meiner komischen Löcher. Ich wünschte, ich hätte Streifen wie jeder andere. Aber schau mal. Habe ich selber gestrickt, damit die Leute keine Angst vor mir haben. Oh! Ach, diese Undankbaren. Ich versuche doch nur, ihnen zu helfen. Oh! Robert, mein lieber Junge, spiel mein Lied. Ah, Robert, wie oft soll ich es dir noch sagen? Eine Note, ein Takt. Nein. Nein! Welcher Idiot hat die hier reingelassen? Keine Sorge! Taube, ich habe dir vertraut! Ich werde euer Verlänger retten! Nein, Robert, Junge, bleib hier! Wache! Schickt mir den Igel! Die schnapp ich mir. Mietz, Mietz, Mietz. Diese diebische Taube. Möchtest du eine Einführung in die Spielsteuerung bekommen? Ja, gib's mir. Hotspots. Klicke und halte, um zu sehen, mit welchen Objekten du interagierst.
interagieren kannst. Interaktion mit Objekten. Klicke auf ein Objekt, um es anzuschauen, um es mit Lupe anzuschauen oder damit zu interagieren. Inventar. Berühre den unteren Bildschirmrand, um zu sehen, welche Gegenstände du bei dir trägst. Klicke auf einen Gegenstand, um ihn mit Lupe anzuschauen oder ihn zu benutzen. Inventar. Durch Ziehen und Loslassen kannst du Gegenstände miteinander kombinieren. Du kannst Gegenstände aus deinem Inventar auch auf die Hotspots in der Welt benutzen. Heute läuft es nicht so mit dem Vorlesen. Dialoge. Tippe auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Hast du alles über ein Gesprächsthema, über ein Thema erfahren, wird es ausgegraut. Zurück zur Hauptgesprächsthema. Ach, okay. Läuft heute. Super mit dem Vorlesen. Du kannst die Anleitung jederzeit unter Schraubenschlüssel Einstellungen abrufen. Weiterspielen. Sehr schön. Rätselhilfe ist hier oben. Aber die brauchen wir bestimmt nicht, weil wir so super sind. Jedenfalls, wir sind der liebe Robert und wir sollen für den ultra netten Mönch Abt Conroy die Taube fangen. Die übrigens so niedlich ist. Die ist so süß. Ich habe mir damals die Special Edition gekauft, weil die, glaube ich, gerade im Angebot war. Und da gibt es eine Häkelanleitung zu dieser Taube, zu Huck. Ha, so niedlich. Und das auch total niedlich ist. Guck mal hier. Oh, Phosphos. Ein Phosphos. Conroy hasst Phosphos. Ich mag sie. Sie machen Licht. Ich mag Licht. Und wir sehen schon, der Robert ist ein bisschen naiv. So ein ganz kleines bisschen. Und er ist auch ein bisschen anders als die anderen. Er hatte hier diese Löcher in der Nase, wo alle anderen Streifen haben. Übrigens, wir haben auch eine Nase als Zeiger. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie von der Taube, wir müssen irgendwie an die Taube rankommen. Aber erstmal schauen wir uns ein bisschen um. Conroys Müllschacht. Warum führt er denn mitten in ein Wohngebiet? Ja, warum wohl? Kann ich da noch irgendwas machen? Mist, lässt sich nicht bewegen. Ja, dabei kann man so einen Tunnel immer gut gebrauchen. Ja, ich hätte den auch echt gebrauchen können. Da liegt eine alte Flasche im Müll. So, eine Flasche, können wir die mitnehmen? Sie ist gefüllt mit gegorenem Nektarinensaft. Wie lange die hier wohl schon liegt? Riecht nach Dienstag. Vor einem Jahr. Das ist leichtwürdig. Kann ich das Phosphos mitnehmen? Da komme ich nicht dran. Ah, das ist so niedlich. Es lächelt und es schwebt da. Oh, es ist süß. Müllhändler. Ach, genau. Das wollte ich auch mal noch testen, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Müllhaufen. Schauen wir uns auch mal an. Hier landet also Conroys Müll. Was haben wir denn da alles? Alte Vase, Spindel, rechte Hand von einer Stadt. Den Schal, den ich zum Geburtstag geschenkt habe. Der muss aus Versehen in den Müll geraten sein. Ja, sowas würde der Conroy bestimmt niemals wegwerfen. Können wir denn die Hand von der Stadtwache mitnehmen? Davon will ich nichts mitnehmen. Warum nicht? Ich will die Hand. Oh, gut, dann halt nicht. Warum das Mädchen wohl gesucht wird? Sie sieht doch eigentlich sehr nett aus. Bestimmt wird sie wegen übertriebener Nettigkeit gesucht. Das ist bestimmt ein Verbrechen in Asposien. Plakate abnehmen verboten. Tja, können wir denn die Taube mit dem Wurm irgendwie... Er untergräbt die heilige Erde. Haltet den Wurm. Unfassbar, wie kann er nur... Glitschiges Kleines. Er ist einfach zu schnell. Oder du bist zu langsam. Den Wurm mitnehmen. Ach, guck mal, da hat er rausgeguckt. Jetzt kommt er. Oh, süß. Können wir nicht einfach so. Was haben wir hier? Eine Windsocke. Eine Windsocke, die sich im Wind windet. Im Wind windet. Oh, toll. Meine eigene Windsocke. Windsocken sind super. Windsocke. Okay, wir haben jetzt also Nektarinensaft und eine Windsocke, aber ich habe keine Ahnung bisher, was wir damit anfangen können. Oh, eine Krücke. Oh, eine Krücke. Wem die wohl gehört? Das ist eine gute Frage. Können wir die auch mitnehmen? Tja, wenn die hier so rumsteht, kann ich sie ja mitnehmen. Richtig, denn... Oh, jetzt ist mir die Spitze abgebrochen. Ich hoffe, derjenige, dem die Krücke gehört, kommt nicht zurück, obwohl ich wahrscheinlich schneller bin. Ja, und selbst wenn,
Ja, selbst wenn er zurückkommen würde. Du hast die Krücke ja eh mitgenommen. Was will er denn tun? Oh, dieses Lächeln würde ich überall erkennen. Conroy. Sehr sympathisch. Kann lieber ich... nicht. Er sieht aus als... Als wäre er schon wieder wütend auf mich. Können wir denn hier auch so, ne? Irgendwas? Warum sollte ich das tun? Keine Ahnung, vielleicht ist er durstig? Das war doch jetzt geraten, oder? Vielleicht. Das mache ich nicht. Ja, dann halt nicht. Oh, was hier können wir auch noch angucken? Die Windräder in dieser Stadt sind nutzlos geworden, seitdem der Wind kaum noch weht. Ja, also ohne Wind ist natürlich schwierig, ja. Ein alter Fisch. Da liegt ein Fisch auf der Fensterbank. Ich frage mich wirklich, wie er da hochgekommen ist. Wahrscheinlich ist er gesprungen. Warum gibt es hier überhaupt Fische? Gibt es den Seen in der Erde quasi? Also kann... Das ist zu hoch für mich. Diese diebische Taube. Oh, die sind niedlich. Kann ich die Taube anstupsen? Das mache ich nicht. Warum nicht? Kann ich den Fisch mitnehmen? Das ist zu hoch. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Oh, kann ich dann vielleicht... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Haben wir denn noch andere Möglichkeiten hier? La 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 la. Oh. Wildes Phosphorus. Kann ich das mitnehmen? Das mache ich nicht. Warum nicht? Dann hättest du immer eins dabei. Ja gut, dann reden wir halt mal mit dem, ne? Der Typ sieht aus, als würde er mich ohne zu zögern überfallen. Ich sollte ihn einfach mal fragen, ob er mir hilft. Ja, das ist wie die Mafia um einen Gefallen bitten. Hallo, könnt ihr mir vielleicht helfen? Kommt drauf an, was du brauchst. Müll habe ich keinen. Müll? Wie bitte? Nein, ich doch nicht. Niemand handelt hier mit Müll. Ich am allerwenigsten. Ja, ich suche auch eigentlich... Brauchst du Müll? Klicke auf ein Gesprächsthema, um darüber zu sprechen. Achso, das hatten wir ja schon. Ja? So, Müll. Was verkauft ihr hier? Tja, ohne angeben zu wollen, kann ich wohl behaupten, dass es sich bei meiner Ware um den besten Müll in ganz Asposien handelt. Ihr verkauft stinkenden Abfall? Ah, ich merke schon, hier einen Kenner vor mir. Interessierst du dich schon lange für Müll? Ich habe ihn bisher immer nur weggeworfen. Na, dann hab keine Scheu, dich in meinem Laden umzusehen. Ja, was haben wir denn hier? Buchstabe. Warum verkauft denn Buchstabe? Warum überhaupt? Ich meine, das Gift verstehe ich noch irgendwo, oder? Und die Voodoo-Puppe, aber Zahnbürsten. Sandwich oder Taubenfutter? Ich will erstmal den Buchstaben wissen. Ein A? Das hier? Möchtest du vielleicht einen Buchstaben kaufen? Den gibt es schon für günstiger Aspiriri. Wozu sollte ich den denn brauchen? Wie heißt du, Junge? Robert. Tja, wenn du ein A hättest, könntest du zum Beispiel Roberta daraus machen. Oder Robert. Ja. Die Möglichkeiten sind einfach unbegrenzt. Unbegrenzt. Mein Kopf tut weh. Das mit dem Sandwich, kann Was ich das ist denn haben? Das? Das hier, ein exquisites Sandwich. Wurde auch erst zweimal gegessen. Danke, lieber nicht. Sicher? Ich hätte auch noch einen halben Wollmilchshake dazu. Ich bin mir zumindest ziemlich sicher, dass es ein Wollmilchshake ist. Danke, danke. Keinen Hunger. Nicht mehr jedenfalls. Wahrscheinlich nie wieder. Ja, dann könnte ich auch gerade den Fisch hier futtern. Was ist das da? Das hier ist leckerstes Taubenfutter. Ich schwöre, nichts, was Flügel hat, kann dem hier widerstehen. Toll. Genau das, was ich brauche. Kann ich das haben? Für Aspororo gehört es dir. Hä? Aspororo-ri... klingt super. Was ist das? Der Preis für das Taubenfutter. Aha. Und was bedeutet das?
Na gut, ich verstehe schon. Du willst also verhandeln. Will ich das? Ich biete dir Asporora. Aspora? Willst du mich beleidigen? Na gut, was hältst du von Aspororo? Und dazu bekommst du diese schöne Conroy-Puppe. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Das ist ja auch sehr nett, aber ich brauch sie gar nicht. Weißt du eigentlich, was die alles kann? Hast du Pech und 7 Fragen? Nicht vertagen, Conroy-Fragen. Oh. Das bekommst du für Asporora. Noch weiter gehe ich mit dem Preis aber nicht runter. Aber... Na gut. Asporo. Aber noch tiefer gehe ich wirklich nicht. Asporo. Die haben eine komische Währung. Ich weiß leider nicht, wovon ihr redet. Könnt ihr mir nicht einfach das Futter geben und... Na fein, ich sage Aspiriri. Wie bitte? Aspiri! Was? Was seht ihr mich denn an? Ach, verdammt mich. Na fein. Ich gebe dir das Futter für... Asp. Jetzt zufrieden? Ich weiß nicht. Was? Okay, ich leg die Puppe noch oben drauf. Einverstanden, nimm sie einfach. Heißt das, ich könnte die Puppe und das Futter umsonst? Ja, sag ich doch. Wieso willst du mich eigentlich noch demütigen? Danke, ihr seid wirklich sehr nett. Und du bist der durchtriebenste, hartherzigste Asposer, den ich je das Missvergnügen hatte zu treffen. Oh, das tut mir sehr leid für euch. Danke für das Futter. Ja, da haben wir gerade mal was umsonst bekommen. Ist ja super. Taubenfutter. Aber wie können wir denn... Was haben die denn für eine Währung? Da blicken die ja selber nicht durch, oder? Asporora Riro. Okay, Taubenfutter. Kann ich das irgendwie... Komm her, Taube. Hey, der Beutel ist ja leer. What? Was ist los? Willst du entweder dein Geld zurück? Ja, ich will mein Geld zurück. Den Faden kann ich ja behalten. Nein, ich hätte bitte gerne mein Geld zurück. Nein, der Faden würde nur reißen. Warum? Wenn ich das Ende der Windsocke mit dem Faden zusammenbinde... Dann? Ja, genau. Das wusste ich. Habe ich einen Kescher? Bekomme ich einen prima Kescher? Sehr schön. Kann ich damit jetzt die Kacktaube einfangen? Das ist zu hoch. Oh. So bekomme ich die Taube da nicht herunter. Also muss ich das doch noch irgendwie zusammenbauen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, kann ich das mit dem Wurm verknoten, oder? Kann ich hier so? Hallo? Wurm? Dann verschwindet der miese Wurm nur wieder in seinem Loch. Okay, Puppe? Warum sollte ich das tun? Weiß nicht. Alter Fisch. Das ist zu hoch. Okay. So bekomme ich den Fisch da nicht herunter. Dann halt nicht. Okay, spreche ich eigentlich schon wieder zu leise? Wahrscheinlich schon. Okay, also, kann ich denn das... Was? Oh, kann ich das damit fangen? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Oh, du machst mich wahnsinnig. Kann ich im Müll stochern? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ich erinnere daran, dass wir da immer noch eine Hand drin haben. Ich will gerne die Hand haben für Dinge. Okay, Windrad. Können wir damit noch irgendwas machen? Aber wenn das schon so ist, ist das erst recht so hoch. Okay. Mit dem Kopf können wir da... Noch so, hier, machen die dann Liebe? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Okay, dann halt nicht. Gut, dann wenn wir das können wir auch nicht abnehmen, ne? Und dann können wir erstmal weitergehen. Zur Bargasse. Oh. Ich muss die Taube fangen. Vorher gehe ich hier nicht weg. Dann, okay. Nektarinensaft. Oh, kann ich? Hey Wurm, du siehst durstig aus. Oh ja, dann wird dir bestimmt schlecht. Süß. Und ich habe jetzt einen Korken. Kann ich dann den Wurm jetzt einfangen? Trunkener Wurm. Tja, ich schätze, Würmer vertragen nicht viel. Die sind ja auch winzig klein.
Jetzt nehmen wir ihn mit. So, komm her. Die Party ist vorbei. Oh, ist der süß. Okay, ich habe das Gefühl, wir müssen den Wurm jetzt an die Taube verfüttern.